geht, Leute. Hier sind alle am Streamen, ja. Und wer ist wieder derjenige, der hier wieder die Drecksarbeit machen muss? Ich. Und warum? Weil ich ein sozialer Typ bin. Ich hab schon mal gesagt, Eli ist ja so mittlerweile, sag ich mal, größter Streamer, oder? Ja. Und ich habe ihn anders kennengelernt, so. Da war es nicht so, dass ich mich geschämt habe oder so. So, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, war einfach nicht so. Er war einfach wie, keine Ahnung. Aber Monte irgendwie ist für mich komisch. Ich weiß nicht, wie ich mich nicht verhalte. Jo, Monte. Ja, der war auch aufgeregt, oder? Sehr ehrlich? Nee, kann man da gestern. Sing mal nochmal Tschüss, von gestern. Nobody can help, and I gotta win it back. And nobody can help. Aber da kennt man sie, weil alle kennen die wieder. Doch. Habt ihr erkannt, oder? Sing mit Mr. Rage. Das weißt du ja. You don't need me. Das wäre ganz anders. Also. You don't need me. Das ist einfach wie ein anderes Lied, Digga. Die Stimme und ja, die Stimme. You don't need me. Das kann, versteht man doch, ist ja dumm. Digga, er hat eine scheiß Zwiebel am Verfügung. Das ist so ekelhaft. Das Ding ist halt, ich habe eine Regel in meinem Leben. Wirklich, nur eine einzige Regel. Mhm. Wenn Menschen Zwiebel an ihren Füßen haben, rede ich nicht mit denen. Ja, ich rede nicht mit denen. Willst du mal eine Wettbewerb drehen? Mit Leuten rede ich nicht, die eine Zwiebel an ihrem scheiß Fuß haben. Digga, das hilft gegen Westenstiche. Ey, Sid! And nobody get hurt. In a bad way. In a way. Ich sag ehrlich, am Montag gleich kommt schwer für mich. Weiß ich nicht, wie ich da reagieren kann. Du bist ja super nervös. Ja, Digga. Ich hab dir gestern erklärt, warum. Weil ich hab noch nicht so viel und nicht so lange mit Twitch was. Guck mal, Digga, guck dir das mal hier an. Der sagt doch immer, der ist ein guter Koch. Guck mal, wie es bei ihm aussieht, bitte, ja. Bruder, wie unordentlich, wie dreckig. Das ist kein guter Koch. Sidney Friede. Ein Eli Jeller auf dem Freitagabend hier im Hause Friede. Das ist schon ein Wunder. Weißt du, Freitag ist nicht ein Tag, Rudi. Okay. Rudi, wo? Ich weiß, dass Monte kein Fleisch ist. Was soll ich da machen? Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass er kommt. Ja, du redest den ganzen Tag von ihm. Gar nicht, was glaubst du? Seitdem ich hier bin, 80% von dem. Die schreibt doch in den Chat rein, was soll ich da machen? Du bist so nervös. Nein, ich wohne. Nein? Digga, sagt er so bei Käfi gestern? Melle, kannst du bitte Einkauf machen, damit wir das Sandwich nachmachen? Alter, so als ich das... Was? Wie bitte? So war das nicht. Oh mein Gott. Leute, wir waschen doch vorher die Hände. Chillt doch mal, ja? Wir sind doch auch nicht blöde. Ohne Sinn. Und selbst wenn, kann die Spieler auch mal am Arsch kratzen. Esse ich trotzdem. Wow! Sag dir mal direkt, dass ich live bin. Wie ist denn das gegen mich? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wow! Alarm, ich peile dich. Wie geht's? Ich will dir das scheiß Wespen getreten. Ich hab mich wirklich nicht. Was geht denn da? Nein, 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 weil ich gerade am Kochen bin. Genau wie bei dir, Digga. Erinnerst du dich? Ich bin einer. Achso, ja. Was? Ich mach so einen Kochstream-mäßig. Nicht, dass du irgendwas sagst, weißt du? Ach so, oh, Digga. Ja, gut, okay. Hat man jetzt so einen Handshake gesehen? Nee, er ist auch richtig nervös. Hat man einen Handshake gesehen? Hat man gesehen? Ja. Ist ja unangenehm, Digga. Ja, ich hab wie einen Mann der erkannt, die er wollte raus. Ja, weil ich am Kochen bin. Das ist schon voll. Der hat sich auch verkackt. Ja, ich hab so. Dann hab ich so gemacht. Ja, also. Ist sympathisch. Da merkst du direkt, wer ich bin, weißt du? Schorsch. Das ist der Frieden, das muss ich sagen. Du musst dich an was gewöhnen. Aber das ist ja auch die ganze Zeit, die ganze Zeit. Ja, kann ich mal reden? Ich hab da keine Idee, ich hab das nicht gezogen, aber es tut so weh. Also, Dina, was ist los? Nicht? Einfach ein bisschen rüger, ey. Das war das erste Mal, dass du schön gesagt hast, seit ich gekommen bin. Was sagst du? Das war das erste Mal, dass du schön geredet hast, seit ich hier bin. Ja, die Jungs kennen mich eigentlich nicht so, weißt du? Aber. Die erkennen mich gerade selber nicht wieder, glaube ich. Ja, zu übertreiben, Sticker. Sid, erinnerst du dich, wo ich Eli erstmal Hallo gesagt habe? Oh mein Gott, ja. Gut, wenn mir irgendjemand helfen könnte, ja? Glaubst du, du kannst ganz kurz das Mic bei dir schon ausmachen? Dein Handy-Mic, geht das? Ich glaube, ja. Moment. Ich gehe einfach auf. Nein. Doch, ich bin sowieso jetzt schon lange dabei. Nein, Bruder. Doch, also, doch, nein, ich will dir nur ein, zwei Sätze sagen. Du musst doch nicht erst aufgeben, hallo.
Warte. Marto, du rührst dich mit, wa? Nee. Wir können auch mit Käse machen. Nee, alles gut. Ich war in der Mannsee noch. Das ist das Legendäre, was ich hier gerade mache. Schöne Grüße von Medi. Ist ja extrem. Boah, ich hab gegrüßt, Leute. Ich will auch, was ich machen. Schöne Grüße von Medi. Ha? Wir sollen Mario Kart lernen, nicht so von mir. Ja, lern Mario Kart, Scheiße. Und, jetzt bin ich nicht mehr Shishi. Ich schwöre, jetzt bin ich nicht mehr Shishi. Das ist jetzt vorbei. Ich schwöre, nein. Ich koche doch gerade, hä? Sidney, hilf mir mit diesem Boden. Digga, probier mal jetzt. Irgendwas fehlt mir da, ja? Das ist krass, Mann. Das ist echt krass. Einmal drücken. Wow. Boah. Müllschrei, super. Ich muss auch ein bisschen zu ermahnen. Ja, Digga, einer soll mir mein Brot helfen, ne? Aber da komm, nur ich stehe hier ganz in der Küche, Alter. Du machst deine Lippen hoch, Oma helfen. Digga, du hast tot. Da hast du die ganze Zitrone hier gemacht? Ja, so viel geht nicht. Weißt du, was ich gegen hoch fährt? Wenn du dein Bart und deine Schamme rausgeklappt hast. Ich hab nie gesagt, mach den Bart auf. Bart? Ich hab's nicht gesagt. Ich so bewegt und anspannend, zieht sie jetzt komplett ein, das ist 3 Wochen schon. Ich räume hier nichts auf. Nichts. Ich muss hier alles alleine machen. Ja. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt auf, weil ich behindert bin. Nur einfach so, weil ich gerade nicht fühle. Bilal. Wie viele Zuschauer hast du? Grad? Ja. 5. Ja, würde ich nicht auf deinen Gehen, Digga. Erstmal 90 Sekunden Werbung halten. Du bist der Grund hier, mein Lieber. Ja. Bleib doch online, Digga. Was ist los? Was fühlst du dich? Die schreiben da nur behinderte Sachen rein. Ja? Die schreiben da nur behinderte Sachen rein. Ja, Subchat rein. Subchat rein, ich schwör's dir. Yes. Und jetzt ist Ruhe im Karton, ich schwör's dir. Du Schababs, wir sind eigentlich schon weit. Oder du bist halt darauf hinaus, wie ein Ex-Schüssel. Weil Monte da ist, kann ich halt nicht dazu zu reden. Ich höre gerne zu, ich höre, ganz ehrlich. Bist du noch Shishi? Ich fühle mich gerade wie in Marbella mit einer Frau, wenn ich nicht trinke. Shishi. Ich mache für Marlon, Eli, Amar, Sid und mich, also 5 Personen. Monte ist da kein Fleisch, deshalb. Corleone, danke für dein Prime. Kuss. Dankeschön. Danke, Corleone. Danke. Ja, du verpasst hier jetzt was extrem. Ich auch, also ich hab mitbekommen, dass du kein Fleisch isst, aber du verpasst hier was extrem. Fleisch verpasse ich? Ein Sandwich, was du noch nie gegessen hast. Ja, aber ich verpasse ja nichts, weil es Fleisch. Aber ist du Fisch? Fisch? Was? Fisch? Also ja, ich bin fest Vegetarier, aber Fisch esse ich ganz selten. Garnelen? Nein, esse ich nicht schrecklich. Ja. Mit Knoblauch hier? Was? Nee, aber Meeresfrüchte mag ich noch nie gerne. Ja, entweder du magst sie oder du magst sie gar nicht. Genau, ich gehöre zu der Kategorie, ich mag sie nicht. Warum ist da kein Fleisch? Weil er kein Fleisch ist, weil er sich dafür entschieden hat. Was ist das für eine Frage? Vegetarier. Ja, aber du hast ja vorher gegessen, oder? Ja. Warum hast du dich dazu entschlossen? Gibt's einen Grund? Weil es einfach gut ist, weil es zu meinem Leben passt, zu meiner Einstellung, zu denen, die ich Tiere sehe. Ehrlich? Ja. Krass. Ich war ja schon mal ganz früher Vegetarier. Ja. Also wenn ich ganz ehrlich zu dir bin, so wie ich Fleisch mag, kann ich es mir persönlich nicht vorstellen. Also ich weiß jetzt nur diesen Punkt, den du meinst mit Tieren und sowas, aber... Wenn du es erstmal geschafft hast, 7-8 Tage oder so kein Fleisch zu essen, dann merkst du, wie simpel es eigentlich ist. Und du hast halt viele, viele Ausgleiche, die du halt stattdessen essen kannst, ne? Also ja. Das ist so auch wie Fleisch schmeckt, oder? Und die Proteine hole ich mir halt über Proteinpulver. Also mir fehlen so simple Sachen, wie zum Beispiel mein Döner-Teller, bin ich ganz ehrlich, das fehlt mir schon. Mhm. Aber ansonsten, ich merke das über Dings, ich merke das über... über meinen Tag. Ich habe viel mehr Energie über den Tag, Digga. Echt? Ja, schon, ja. Hast du was zu trinken am Start? Na klar. Komm mal, wie süß jetzt. Ja, nee, Bruder, hallo. Aber dann nicht mehr ohne, bitte. Bravo. Ohne? Ja, liebe euch, hey. Eben, du Stück Scheiße. Sitzt er da mit seinem... Ist das ekelerregend, ehrlich. Das ist eine Zwiebel, das ist echt bodenlos, Digga. Zeig mir, was hast du denn gemacht? Du Lamm? Du musst... Ach, schade. Bruder, Lamm, sag ich dir ehrlich, kaufst du sowieso nie. Was? Lamm hat so einen ganz eigenen Geschmack, den ich nicht lecker. Das sagt er immer. Ja, ist aber so. Lamm hat einen speziellen Geschmack. Manchmal ist es nicht so streng. Es kommt auf einen Bonus, glaube ich, holst. Ja, ich mach so ein Sandwich halt, ne? Was ist das, Mann? Ohne zu lesen. So, ja. Granatapfelsirup. Nein, Ecstasy. Ach so, ja. Super, super, super. Kenn ich, ja. Kennst du? Ja, mein Flirten gibt es immer. Bravo. Raube Araber. Gut, ich sag mal Amar einmal Hallo, den kleinen Hund geholt. Ich sag ehrlich, am Anfang. Tschüss aufgeregt, nicht geredet. Sunny Face. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt entspannt. Jetzt schwing ich hier. Habibi, das ist der Koch, Habibi. So, Chat, das erste Sandwich ist jetzt fertig, würde ich sagen. Oder dieses Sandwich ist so eine Macht, ich schwöre auf alles. Bring das mal ganz kurz am Mann. Digga, ich mach das aber auch so mit Liebe, Chat, ich schwöre. Das Brot ist so schön knusprig. Und
von innen weich. Wirklich, Bruder, schön knusprig. Lammfleisch, gut gewürzt. Diese Säure, Bruder, dieses Brot. Es ist einfach ein Gedicht. Und damit werde ich jetzt auch aufgehen. Was soll ich sagen? Ja, aber, Digga, ich schwöre, war ein... Lasst ein Follow da und Sub, ihr Wichser. Ja, lasst gerne was da. Lasst Liebe da. Ja, vielen Dank für alles, was ihr da rausgelassen habt. Und wenn ich was nicht vorgelesen habe, war nicht meine Absicht, ich schwöre. Aber ich war auch aufgeregt, ich bin ehrlich, weil er auch vor mir war und so. Ich mit ihm geredet, also ein bisschen gequatscht habe und so. Stehe ich zu, war sehr aufregend für mich. Ich küsse eure Herzen, ich danke euch für den Support, danke für eure Liebe. Auch diejenigen, die Scheiße schreiben, ich küsse auch eure Herzen, weil das macht einen nur stärker. Und habt ein schönes Wochenende und bleibt gesund. Ciao, ciao.